Die große Täuschung. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Dass die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr. In einer Statistik wurden Menschen in Deutschland befragt, was glauben sie, kommt nach dem Tod? In der Altersgruppe der über 60-Jährigen gaben 49% an, nach dem Tod kommt nichts mehr. Lediglich 4% glauben an ein Weiterleben im Himmel oder in der Hölle. Der Rest vertritt verschiedene esoterische Ansichten. Nun dürfen wir Jesus fragen, was kommt denn nach dem Tod? Mit seiner göttlichen Autorität sichert uns Jesus selbst zu: Ja, die Toten werden auferstehen. Denn Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Wenn wir nun noch einmal auf die ernüchternden Zahlen der Statistik schauen, dürfen wir uns erschreckt fragen, lassen sich denn 96% der Deutschen von irrigen Meinungen täuschen, was das Leben nach dem Tod angeht? Weiter denke ich an den alten Ausspruch über die Hölle, dass in der Hölle vor allem diese Menschen zu finden sind, die zu Lebzeiten nicht an eine Hölle geglaubt haben. Und stelle die Frage, warum weckt denn kaum jemand all diese vielen Menschen auf, und zwar durch ein mutiges Glaubensbekenntnis, bevor es für sie zu spät ist? Stärken wir doch immer wieder unseren Glauben, den wir an jedem Sonntag im Credo bekennen: Ja, ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Und geben wir diesen tröstlichen Glauben an unsere Mitmenschen weiter. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns den Himmel geöffnet hat und all diese in den Himmel holt, die an ihn glauben. In der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, des Heiligen Judas Thaddäus, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes dich von all deinen Glaubenszweifeln, Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gott es will, so geschehe es, und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm herab auf dich, deine Familie, auf unser Land, auf unser Hab und auf unser Gut. Bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.